Frank hier von Android Next. Wir haben ein Paket bekommen und zwar nicht wie sonst von der Firma Samsung oder LG oder Motorola oder sonst zu wem, sondern von Nestlé. Und da fragen wir uns natürlich, was kann denn da wohl drin sein? Wir haben ja in letzter Zeit relativ viel über Nestlé geschrieben und entsprechend auch schon eine gewisse Ahnung, ob sich diese Ahnung bestätigt und da jetzt zum Beispiel Milchpulver oder eine Flasche mit Leitungswasser drin ist, werden wir jetzt mal überprüfen. Das ist hier schön mit Paketpackband zugemacht, damit man den Inhalt in der Post verliert. Den Müll schmeiße ich mal beiseite. Also großer Unboxing-Moment, Nestlé-Paket, geh auf. Zunächst haben wir hier erstmal ein paar Styropor-Kügelchen. Die werfe ich mal alle auf den Boden. So, und da haben wir es schon. Ui, ihr seht, es handelt sich um eine schöne, schwarz verpackte Geschichte, auf der steht, ich halte das mal in die Kamera, The Latest Android, das neueste Android. Die wollen wir doch mal aufmachen. So, also man kann auf der Packung schon ganz vage etwas erkennen. Und ob das dann auch wirklich da drin ist, werden wir jetzt erfahren. The Latest Android. Heureka, es ist ein Schokoriegel. Nachdem wir uns monatelang darüber beklagt haben, dass uns niemand Schokolade für unsere Podcasts zusendet, hat sich Nestlé nun ein Herz gefasst und uns einen KitKat-Schokoriegel zugesandt im Android-Design. Ihr wisst, die nächste Android-Iteration 4.4 wird KitKat heißen. Da ist so ein kleiner Deal stattgefunden zwischen Nestlé und Google. Eine der Ergebnisse ist halt auch, dass Nestlé einen Schokoriegel im Android-Design rausbringt, beziehungsweise auch normale Schokoriegel mit Android Andy oder Bugdroid, wie er auch genannt wird, bedruckt. Und dort gibt es auch Playstore-Gutscheine und Nexus 7 zu gewinnen. So, jetzt gucke ich mal hier rein. Oh, da ist ja noch mehr drin. Super, da können wir die gesamte Redaktion mit Schokoriegeln versorgen. Ihr seht, das hier ist das normale KitKat, auch im regulären Design, mit dem Andy drauf und der Möglichkeit, Nexus 7 oder Playstore-Gutscheine zu gewinnen. Insgesamt sind das also 7 Riegel. Das ist eine echt nette Geschichte. Herzlichen Dank an der Stelle an Nestlé und auch an Google, die uns als Android Next Redaktion damit versorgt haben. Ich bin Frank von Android Next und das war das Unboxing von Schokoriegeln. Bis zum nächsten Video.